herzlich willkommen zu den Markttours. Wir befinden uns in der Ausstellung Blitzsymbol und Schlangentanz, Abi Warburg und die Pueblo-Kunst. Und heute geht's in unserem kleinen Rundgang um die Frage, wer war Abi Warburg und wer sind eigentlich die Pueblo? Abi Warburg ist 1866 als der älteste Sohn einer deutsch-jüdischen Bankiersfamilie geboren worden, der einflussreichen Warburg-Familie. Die Legende besagt, dass er auf sein Erstgeborenenrecht eine Bankierslaufbahn einzuschlagen und die Bank zu übernehmen verzichtet hat. Und im Ausgleich hat ihm seine Familie sozusagen lebenslang seine kunst- und kulturwissenschaftlichen Studien finanziert. Er hat damit auch die berühmte kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg zusammengetragen, die sich heute im Warburg-Institut in London befindet. Warburg hat sich zeitlebens mit der Frage des Nachlebens der antiken Bildsprache in der Renaissancekunst bis in die moderne Neuzeit beschäftigt und er ist wohl am bekanntesten für sein unvollendet gebliebenes Spätwerk, den sogenannten Bilderatlas Mnemosyne. Ebenfalls sehr wichtig in der Warburg-Rezeption ist auch ein Vortrag, den er 1923 gehalten hat, der bekannt wurde unter dem Titel Schlangenritual. Das ist ein kulturvergleichender Vortrag, wo es um das sogenannte Schlangenritual der Hopi geht, aber auch um antike Schlangenrituale. Und dieser Vortrag wurde posthum veröffentlicht und hat es zu großer Berühmtheit und zu einer großen Rezeption gebracht. Warburg hat diesen Vortrag unter besonderen Vorzeichen gehalten. Er war in einer Klinik stationär untergebracht, in einer Nervenheilanstalt in Kreuzlingen in der Schweiz. Und er hat diesen Bildervortrag, der auf den Erkenntnissen seiner Reise durch den Südwesten der USA ein Vierteljahrhundert früher, 1895-96, also auf dieser Reise basiert dieser Vortrag und er hat damit quasi seine wissenschaftliche Selbsttherapie unter Beweis gestellt. Bei den Pueblo-Gemeinschaften handelt es sich um eine Vielzahl von autonomen Gemeinschaften, die in den heutigen Bundesstaaten New Mexico und Arizona vor allen Dingen siedeln und die verschiedene kulturelle Gemeinsamkeiten aufweisen, beispielsweise die Siedlungsweise in Lehmdörfern. Daher rührt auch die spanische Bezeichnung Pueblo, was einfach nur Dorf bedeutet. Ihnen gemeinsam ist auch bis heute, dass sie von Ackerbau leben, natürlich nicht alle Menschen, aber doch ein großer Teil bis heute noch. Und besonders wichtig darunter ist die Maispflanze. Und das ist eine große Herausforderung in einer extrem trockenen Umgebung, wo Wasser natürlich eine sehr große Rolle spielt. Und das spiegelt sich auch in der Kunst, in den Kunstwerken, die hier in der Ausstellung zu sehen sind und auf einer symbolischen Ebene wieder. Auch die regenbringenden Kazinerwesen spielen in der Religion eine große Rolle. Gleichzeitig gibt es aber auch viele kulturelle Unterschiede. Beispielsweise gehören die Pueblo-Gemeinschaften unterschiedlichen Sprachfamilien an, darunter das Hopi, Zuni, Keres oder Tewa. Das sind alles Sprachen und Sprachfamilien, die nicht miteinander verwandt sind und auch untereinander nicht verständlich sind.